Willkommen zurück zu Shovel Knight. Und das hier ist der dritte Versuch dieser Folge. Denn gerade eben bin ich zweimal an dieser Stelle wieder gestorben. Beide Male an den Stacheln. Wie zuvor auch schon. Ich habe mir das Geld wiedergeholt und dann bin ich gegen die Stacheln gekommen und dann bin ich gestorben und dann hatte ich das Geld hier nicht mehr. Okay, und hier oben war ich beim ersten Mal. Da war ein lila Edelstein. Das Gemeine ist hier nämlich das da. Deswegen habe ich es beim ersten Mal nicht geschafft. Und dann war ich hier unten und bin bei den Stacheln gestorben. Dann habe ich die Folge begonnen. Wieder von unten, weil dann genau das hier passiert ist. Aber diesmal lasse ich's. Diesmal bin ich nicht so blöd, wieder runterzufallen. Diesmal schaffe ich's. Jawohl. Und ihr seid dabei. So, jetzt aber. Kurz warten, bis die gerade wieder ausgehen. Dann. Hier rüber! Ja, siehst du, geht doch! Oh, ein Ventilator, der von oben runterpustet. Das ist gemein. Wow! Ja, komm mal hier hoch, ja? Hier oben können wir kämpfen. Da ist kein Ventilator. Nee, 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 bitte oben. Ich würde gerne oben kämpfen. Ey! Ey! Du sollst nicht ausweichen. Ich sagte nicht ausweichen! Meine Güte! Was für ein Krampf! Was? Okay. Geht das abwechselnd hoch und runter oder falle ich einfach nur? Schnappt mich die Luft und zieht mich langsam mit runter. Okay. Nein! Das sind Stacheln! Was? Das sind Stacheln! Wie gemein! Voll nicht gesehen! Okay, so geht das nicht. Erstmal muss das Viech hier aus dem Weg. Dann hätte ich gerne mein Amulett, das mich unverwundbar macht. Das hier. Zweimal, bitte. Und dann nochmal. Jetzt müsste das aber funktionieren. Ja, sehr gut. Genau so muss das. Hui. Was? Okay. Inhalten. Gehen. Ich muss da springen. Ich dachte, der Wind wäre stark genug. Wisst ihr, der Aufwärtswind, der kann mich halten. Und sogar der Abwärtswind hält mich, dass ich nur ganz langsam runtergehe, ja? Aber im Seitwärtswind, ja, da falle ich. Natürlich. Dieses Spiel könnte etwas Plausibilität gebrauchen. Na, ich behalte jetzt einfach mal hier den, dieses Amulett in der Hand. Für alle Fälle. Damit ich mich da kurzzeitig unverwundbar machen kann. Wenn wieder irgend sowas passieren sollte. Ich glaube, ich komme da jetzt nicht ran, ne? Ah, ich habe das aber gerade verwendet. Ich habe es gerade verwendet. Wie kriege ich jetzt das Geld da oben? Schätze mal so. Ja, immerhin. Das hat geklappt. Komm her. Komm her. Nein, du kommst zu mir. Ja, du kommst zu mir. So ist das fein. Das war nicht so klug. Ah, das klappt so nicht. So, jetzt machen wir das mal. Damit müsste das gehen, oder? Ja, natürlich geht das. So, leider kann ich jetzt nicht.
deswegen kann ich mir diese Geldsäcke leider nicht wieder besorgen. So, ich hätte gerne eine ganze Reihe von diesen Kugeln unten. Und springt voll in die Lücke. So. In meinen Sack. Ah, und hier wäre der nächste Speicherpunkt. War ja klar, oder? Leute, das war doch so klar. Propeller Knight! Ach, mein kleiner blauer Freund, die Sonne ist zu schön, wenn sie untergeht, oder? Komm runter und kämpfe, du gyroskopischer Kasper. Oh, wie grob. War meine Crew denn nicht gastfreundlich? War mein Schiff denn nicht glorreich? Ich bin nicht zu meiner Unterhaltung hier. Ich muss zum Turm des Schicksals. Immer nur Augen für das, Nun mal an, en garde. Was nehme ich hier? Die da. Mal wieder. Moment, die kosten 6 Mana. Das kostet nur 4 Mana. Wow, was... Okay, nach oben darfst du mich gerne pusten. Nur zur Seite, wenn ich nicht so will. Okay, was ist mit diesem Schiff? Ah, was? Was? Ah, dann kann auch sein. War ja irgendwie klar, oder? Achso, das ist ein Schwert. Okay. Verstehe. Nein, ich hab dich. Du sie, nicht du mich. Hui, das war ganz schön knapp. 3 Lebenspunkte. Puh, das war irgendwie knapp. Ja, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, in der letzten Folge habe ich es, glaube ich, schon gesagt. Ich bin irgendwie... Ich vermisse meinen Skill, ehrlich gesagt, aus Cave Story. In Cave Story war ich richtig gut. Gefühlt zumindest. Aber hier halt irgendwie dann auch nicht. Naja, was soll's. Ich mach weiter und ich werde besser. Führt ja keinen Weg dran vorbei. So, ich war in der Flugmaschine. Kann ich jetzt fliegen? Und wenn nicht, warum nicht? Warum kann ich nicht fliegen? Kann mir hier jemand Fliegen beibringen? Also, wenn dann da oben, klar. Nur Hörner zum Blasen und du hast... du bist einfach nur ein Luftschiff-Enthusiast. Okay. Ja, ja, laber nur. Laber nur. Ich frage mich jetzt halt, wo ich jetzt fliegen lernen kann. Ich hab das ja gerade nicht. Habe ich vielleicht den Kistian irgendwo übersehen im Propellerschiff? So, was sehen? Ja. Propellerdolch, schwebe mit den Klingen voran in den Himmel. Tatsächlich. Ich habe ihn nicht gefunden. Ach was. Das ist ja lustig. Wie viel Mana kostet das? 4? Na komm. Na komm, von der Leiter runter. Na komm. Nach oben kann ich halt leider nicht fliegen damit. Und leider auch nicht dauerhaft. Ich schaff's nicht direkt loszufliegen, wenn es wieder zu Ende geht. Oder vielleicht ist es nur eine timing Sache, das kann natürlich auch sein. Aber wahrscheinlich ist es schon so gedacht, dass ich nicht ewig fliegen kann. Ich probiere es mal hier unten aus. Ah, damit hätte ich jetzt zu Mr. Head kommen können. Und dann errollt sich danach tatsächlich der Shovel Knight. Ich kann damit nicht beliebig lange fliegen. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Na gut, dann lege ich mich mal noch mit dir hier an, was? Was bist du denn für einer? Wer oder was? Mitter. Was ist das für ein Zauber? Der Phantomschläger. Macht, Ehre. Die Eigenschaften eines ehrenwerten Ritters.
Mein Herr, ich glaube, wir kennen einander noch nicht. Wir treffen uns heute auf dem Schlachtfeld. Wir haben beide viele Ritter besiegt und sind weit gereist. Heute kämpfen wir. Zur Seite, du und ich, wir haben keinen Grund zum Kämpfen. Der Kampf an sich ist Grund genug, wackerer Ritter. Heute wirst du auf die Probe gestellt. Bist du bereit? Ich glaube, ich bin bereit. Wow, was? Das war gemein. Kann ich das zurückschicken? Kann ich das zurückschicken? Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus, nee. Irgendwie habe ich das Gefühl, macht der deutlich mehr Schaden bei mir als bei ihm. Yep, genau. Hier brauche ich definitiv meine Heiltränke. Wie hol ich sie zurück? Nee, warte mal. Ach so, ja, gut. Ja, gut. Ich dachte, es geht jetzt direkt weiter. Nee, geht's ja nicht. Ich muss mal hier eben, ne? So. Ein Apfelkelch. Ich hätte gerne ein Sekret der Erneuerung. Und im anderen Kelch auch. Vielen Dank. So, und damit sollte ich den Typen schaffen. Ich habe ihn ja gerade schon auf, was war es, 3, 3,5 Lebenspunkte runtergerissen. Da schaffe ich die letzten paar auch noch. Das war ja schon das meiste. So, komischer Phantomschläger. Zeige dich. Gut, die Bälle haben nichts bewirkt. Was sagst du denn zu Feuerbällen? Hm? Sag mal. Okay, die machen ja auch keinen Schaden. Dann hast du vielleicht Herz für Anker. Na? Schlag verschwendet. Aufladen und... Hey! So nicht, oder? Jetzt schaffe ich das Ganze tatsächlich ohne Heiltrank, weil ich die Heiltränke dabei habe. Das war ja so klar, ne? Ha! Ich bin besiegt, aber nur knapp. Lebe wohl, Shovel Knight. Ui, 10 Gold. Doch so viel. Dankeschön. Eine nette Spende. Ein kleines Trinkgeld. Well met. Ein Achievement für mich. So, was mache ich denn jetzt noch? Frostige Flucht. Haha, ich kann doch fliegen. Genau. Dann mache ich das doch mal. Wow. Das ist ja Eis. Gemein. Was? Da muss ich zweimal fliegen. Okay, alles klar. Zweimal fliegen. Die hat einmal gereicht, ne? So, geht's da rein? Nein! Aber ich kann doch bestimmt diese da öffnen. Jaha! Dachte ich doch, dass das so geht. So, was mache ich hier? Ich glaube, hier springe ich hoch, dann fliege ich rüber. Ja, genau so. Ich kann ja auch aus dem Stand fliegen. Sehr gut. Hier hoch. Ja, nein. Okay, das war unnötig. Wie komme ich jetzt da hoch? Interessant. Ach so, ja, natürlich. Hier hocharbeiten. Und dann fliege ich hier rüber und fliege noch mal ein bisschen weiter. Natürlich. Ja, fliegen gefällt mir. Fliegen finde ich super. Besser als der komische Handschuh oder so. Okay, Moment. Rüberfliegen, draufspringen. Und zwar jetzt. Ja, diesmal habe ich das Timing hingekriegt.
So sieht's nämlich aus. Und da würde ich gerne auch überfliegen. Wie komme ich da rüber? Ah, so. Ganz knapp. Hey, was? Was war das denn? Ich war doch oben. Nein. Du bleibst da. Das Blöde ist halt auch, man kann direkt von oben nicht runterspringen. Oder? Moment, geht es vielleicht, wenn ich keine Richtungstaste drücke? Ja, tatsächlich. Wieder was gelernt. Nach so langer Zeit bei dem Spiel. Sehr schön. Aber dort trotzdem, ich bleibe dabei. Fliegen gefällt mir. Ein Nuttenblatt. Boah, es ist viel Geld. Aber was mache ich mit dem ganzen Geld? Ich könnte meine Magie nochmal steigern, oder? Wie viel kostet das denn gerade? Das ist eine gute Frage. Schaue ich doch glatt mal nach. Und danach würde ich sagen, ist die Folge auch schon wieder lang genug. Weg, weg, weg. Das will ich gar nicht vorlesen. Der sagt irgendwie... Oh, bei Mr. Head gab es da ja was drin. Und hier gibt es... Okay, Mana. Hast du vielleicht noch eine Essensmarke? Nein. Aber du hast doch... Was? Oh, Relikte. Oh ja, schon recht fähig, wie ich sehe. Leider kann ich dir nicht mehr helfen. Okay. Sie kann mir nicht mehr helfen. Oder sie kann mir nicht mehr helfen. Keine Ahnung. Aber ich vermute mal, wenn es da eine Abkürzung gibt mit einem Katapult, wird es weiter vorne nochmal so eine Art Stadt geben. Und ich kann mich dann dort wahrscheinlich verbessern. Schätze ich mal. Aber dazu muss ich halt leider zuerst den Polar Knight und den Tinker Knight besiegen. Jo, und das mache ich dann in der nächsten Folge oder in den nächsten paar Folgen. Jo, vielen Dank, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal bei Polar Knight.